Hallo, heute wollte ich die halbstarke Rezension machen zu 100 Jahre Einsamkeit von diesem tollen Autor, dessen Namen ich nicht aussprechen werde, weil ich kein Spanisch kann. Und danach, also nach der Kurzvorstellung, der Spoilertanz, der Laberrunde, werde ich noch eben zeigen, was ich in der Bib geholt habe und was mir netterweise zugeschickt wurde. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Es geht in diesem Buch um die Familie Buendia quasi, also um 100 Jahre dieser Familie. Die haben in Lateinamerika ein Dorf gegründet, also der oberste Buendia hat da ein Dorf gegründet und seitdem leben die dort und erleben unglaublich viele Sachen. Man verfolgt die ganze Familiengeschichte 100 Jahre lang, deswegen heißt es ja auch 100 Jahre Einsamkeit. Und es gibt unglaublich viele Enkel und Enkelinnen und Verheiratete und Hochzeiten und Todesfälle und Kriege und Frieden und Fremdgehen und also es passiert alles in diesem Buch. Die Figuren sind allerdings alle etwas durchgeknallt. Wer dranbleibt, dem lese ich später nochmal ein bisschen was vor aus dem Buch. Es ist schon gewöhnungsbedürftig, sag ich mal so. Es hat mich ein bisschen erinnert an Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Da geht es ja um diese beiden Forscher, die um die Welt fahren und auch in so einem bestimmten Stil sprechen. Also ich würde sagen, wenn man überlegt, das zu lesen, dass man sich vorher eine Leseprobe durchliest, weil das ist, glaube ich, nicht für jeden was. Zum Beispiel für mich war es nicht so. Ich fand es jetzt nicht so toll. Ich habe mich da so ein bisschen durchgequält, weil ich wollte es jetzt durchlesen, aber ich wollte es ich weiß nicht, ich habe es auch nicht genossen. Es war immer so, noch 100 Seiten und so. Okay. Ja, das war es auch schon, die erste Runde. Dann kommt jetzt mein Spoilertanz. Und dieser Spoilertanz hat immer noch keine Choreografie oder ein Lied oder irgendwas. Und deswegen mache ich jetzt hier so komische Sachen. Und wer jetzt das Buch unbedingt noch lesen möchte, der sollte jetzt ausschalten, denn ich spoiler jetzt. Bam! So. Dieses Buch hat nur irre Charaktere, die sind komplett durchgeknallt. Es gibt einen Typen, also diese, erstmal, das hat mich am meisten aufgeregt, alle männlichen Nachkommen dieser Familie heißen Aureliano oder José Arcadio. Alle. Also es gibt keine Ausnahme, die heißen komplett alle so. Und dann gab es einmal Zwillinge. Und wie wurden die dann genannt? Richtig. Aureliano Segundo und José Arcadio Segundo. Sehr einfallsreich. Und die Mädchen heißen alle Remedios oder Fernanda und Renata und Ursula oder Ursula Remedios oder Remedios Ursula oder Fernanda Ursula oder Renata Fernanda und ist nicht schön, ich sag euch das, ne? Man ist komplett durcheinander, weil dann teilweise existieren die ja gleichzeitig und dann ist man so, wer ist jetzt wer? Was macht der? Der war doch mit der verheiratet, Das ist nicht schön. Und die Geschichte ist, durcheinander. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man die Namen und die Ereignisse nicht durcheinander bekommt. Der Schreibstil ist extrem strange. Es gibt auch sehr viel Komik in diesem Buch, so versteckte Komik, wie auch in der Vermessung der Welt. Und das fand ich eigentlich ganz lustig daran. Da habe ich auch einige Male lachen müssen. Aber zum Beispiel, ich lese euch mal eine Stelle vor, die das Ganze sehr gut zeigt. Zwar ist da nicht alles drin, also es wird nicht gerade über Sex geredet oder über Dreck oder über Exkremente. Und auch nicht über komische Gegenstände, die irgendwelche Zigeuner, was man ja nicht mehr so sagen darf, ins Dorf bringen. Ursula ordnet Trauer mit geschlossenen Türen und Fenstern an, damit das Haus nur im äußersten Notfall betreten oder verlassen würde. Sie verbot für ein Jahr lautes Sprechen und stellte Remedios von einem schwarzen Flor umgrenzten und von einem ewigen Lämpchen beleuchteten Daguerreotyp, ich glaube, das soll ein Foto sein, in dem Raum auf, in dem die Totenwache gehalten wurde. Künftige Geschlechter, die das Lämpchen nie ausgehen ließen, sollten außer Fassung geraten über dieses Kind im Faltenrock, in weißen Stiefeletten und einer Organzerschleife im Haar, das sie nicht mit dem erwarteten Bild einer Urgroßmutter in Übereinstimmung zu bringen vermochten. Denn Remedios, das Mädchen, das gestorben ist, war irgendwie 10 oder so. Und sie ist gestorben, weil sie schwanger geworden ist und ihre Kinder nicht kriegen konnte, ohne zu sterben. Schön, danke. Amaranta nahm sich auch Aureliano Josés an, ihr Sohn.
Sie betrachtete ihn wie einen Sohn. Ach ja, später haben die Sex. Der ihre Einsamkeit teilen und von dem unbeabsichtigten Laudanum erleichtern sollte, dass ihre unsinnigen Gebete in Remedios Kaffee geschüttet hatten. Da erfährt man, dass Remedios doch umgebracht wurde. Vielleicht durch das Laudanum. Ja, okay, das Laudanum ist aber eigentlich nur eine Droge. Naja, egal. Hauptsache, Amaranta hat Remedios vergiftet. Toll. Abends kam Pietro Crespi auf Zehenspitzen mit einem schwarz umflorten Hut und stattete einer in ihrem schwarzen, langärmeligen Kleid blutleer wirkenden Rebecca seinen Besuch ab. Der bloße Gedanke an einen neuen Hochzeitstermin, denn Pietro und Rebecca sind verlobt, wäre so unehrerbietig gewesen, dass die Verlobung in einen Dauerzustand überging, in eine erschlaffte Liebe, die niemand mehr beachtete, als wären die Verliebten, die in vergangenen Tagen die Lampen beschädigten, um sich küssen zu können, ja, das haben die wirklich gemacht, denn sie wollten es dunkel haben, der Willkür des Todes zum Opfer gefallen. Richtungslos und völlig ratlos aß Rebecca von neuem Erde. So ist das ganze Buch. Viel Spaß damit. Ich glaube, mehr sage ich dazu einfach nicht. Außer, dass ich das... Also es wird ja auch beschrieben, wie die das Haus bauen am Anfang des Buches und wie das immer erweitert wird und wie es mal verlassen ist und dann wieder voller Menschen und dann wieder geschmückt und dann wieder komplett überwuchert. Das mag ich gerne. Ich mag gerne, wenn Häuser in Büchern auftauchen. Irgendwie gibt mir das so eine Sicherheit. Ich mag das gerne. Ja, das mag ich. So wie mit Hogwarts halt, dass man irgendwie so einen Ort hat, wo die Geschichte sich abspielt. Und das mochte ich in diesem Buch auch ganz gerne. Ja, ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich habe dem Buch 2 Sterne gegeben, weil es ganz okay war, aber ich weiß nicht, warum es Weltliteratur geworden ist. Ehrlich gesagt, es ist richtig irre. Dann war ich eben in der Bib, und zwar war ich in der Uni-Bib hier bei uns. Wir sind in einer sehr kleinen Stadt und wir haben eine sehr kleine Uni. Und ich war da noch nie, weil ich immer dachte, die können ja gar nichts Gutes haben. Ne? Und dann war ich da vorhin. Oder ich habe im Internet mal geguckt, was die haben wegen der Bachelorarbeit. Und die haben sogar mehr Bücher teilweise als die Kölner Uni, an der ich eigentlich bin. Was erschreckend ist, weil die Kölner Uni die größte Bib Deutschlands hat. Naja, oder die größte Uni-Bib oder so. Keine Ahnung. Das interessiert euch jetzt auch alles nicht so wirklich, aber ich wollte es mal zeigen. Und zwar, Rod Ellis Second Language Acquisition. Toll, ne? Rob Ellis Understanding Second Language Acquisition. Muriel Saville Troike Introducing Second Language Acquisition. Barry McLaughlin Theories of Second Language Acquisition. Und Douglas Brown Principles of Language Learning and Teaching. Wie man sieht, sind das englische Bücher für meine Bachelorarbeit, über die ich jetzt nicht weiter eingehen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, weil. Ja, ihr wisst. Was mir noch aufgefallen ist in der Bib, in der Uni-Bib. Die haben da mega viele Jugendbücher. Also das ist halt so eine Bib, die ist hauptsächlich für, oder die Uni ist hauptsächlich für Lehrer. Und die haben da unglaublich viele Jugend- und Kinderbücher. Irgendwie vielleicht, um das so zu analysieren, so Kinder und so, weiß ich nicht. Das ist so cool, die haben da ungefähr jedes Buch, also zum Beispiel die City of Bones-Reihe und so, sowas, was ich mir immer nicht kaufe, weil es mir noch zu neu ist und so und mir das zu viel kostet. Deswegen, und weil ich auch nicht weiß, ob es mir gefällt, ne? Da werde ich auf jeden Fall nach meinem 10-Books-Challenge-Beendigung werde ich da mal hingehen und mir da ein paar Bücher holen. Und es sind jetzt auch endlich die beiden Bücher angekommen, die ich noch für meine 10-Books-Challenge brauche. Und zwar sind das Buch 3 und 4 von Song of Ice and Fire. Die haben beide über 1000 Seiten. Ich weiß nicht, was ich mir damit antue. Ich brauche mindestens einen Monat für die beiden, also für 2 Monate für die beiden zusammen. Deswegen wird diese 10-Books-Challenge wahrscheinlich super duper schwer für mich, weil ich mir zwischendurch immer mal gerne ein Büchlein bestelle oder auf Tauschticket mir was tausche und das kommt ja dann an, ohne dass ich Geld bezahlen muss, deswegen ist es nicht schlimm. Aber das darf ich ja jetzt nicht mehr, das sind ja die letzten, die ich mir kaufen durfte. Und das Problem ist, ich lese ja gerade Partials von Dan Wells, genau, das liegt da hinten. Und ich habe das jetzt fast zur Hälfte durch, das ist ja das erste Buch, was ich für meine 10-Books-Challenge lesen möchte oder lese. Und es ist so gut und ich will unbedingt den 2. Teil lesen, aber ich kann ihn erst lesen, wenn ich all das gelesen habe. Was habe ich mir damit nur angetan? 1000 Seiten, 2000, alleine die beiden. Was habe ich mir angetan? So, und da möchte ich noch was fragen. Und zwar habe ich vor, in nächster Zeit mal ein Harry-Potter-Video zu machen über meine Harry-Potter-Sammlung, quasi über alle Sachen, die ich davon habe, denn ich
glaube, ich habe schon relativ viel Krams von Harry Potter und ich wollte den mal ein bisschen vorstellen und ich wollte mal fragen, ob das überhaupt jemand interessiert oder ob das völliger Humbug ist. Und ich glaube, wenn ihr mir jetzt alle sagen würdet, interessiert mich nicht die Bohne, dann mache ich es trotzdem. Warum frage ich euch eigentlich? Ist ja mein Kanal, ne? Naja. Okay, ich glaube, ich werde jetzt weiter lernen oder so tun, als ob. Prokrastinieren nennt man das. Einen schönen Tag noch wünsche ich euch. Bis bald.